So, ah ja, perfekt. Also, ja, herzlich willkommen zum nächsten Vortragsslot nach der Kaffeepause. Zur Information, also der mittlere Vortrag fällt ja aus, der findet leider nicht statt, aber wir haben jetzt eben erst den Vortrag, dann eben diese halbe Stunde Pause und danach dann nochmal den Vortrag. Und ja, und ich begrüße jetzt den Günther Wagner und ja, los geht's. Okay, vielen Dank. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin etwas positiv überrascht, erstaunt, dass für Lismip, dass so viele Interessenten da sind. Darum die Frage, setzt denn schon jemand ein? Lismip. Okay. Ich kenne nämlich nur zwei in Deutschland und die konnten beide leider nicht kommen. Darum also meine Ambitionen für den Vortrag, auch schon für den vorigen, die wurden jetzt in zwei aufgeteilt. War halt Lismap etwas bekannter zu machen in Deutschland. Ich denke mal, dass die meisten jetzt eben in dem Vortrag schon drin waren. Von daher ja, erstmal kurze Gliederung, was passiert, Vorstellung, auf die kann ich wahrscheinlich fast verzichten jetzt. Ich gebe ein paar Details zu Lismap, aus meiner Sicht die Vor- und Nachteile. Wir gucken uns die Konfiguration mal an im QGIS Plugin und im Backend. Und die Hauptzeit möchte ich eigentlich damit verwenden, mit Ihnen zusammen denn ein Projekt zu konfigurieren und vom lokalen QGIS-Rechner hier vom Notebook ins Web zu packen. Jo, kurz zu mir. Ja, ich betreue hier im Ländle, nördlich von Freiburg, eine Reihe von kleinen Gemeinden, eben genau mit der Kombination QGIS, QGIS Server, Lismap. Ja, bin für die Gemeinden seit über 20 Jahren tätig und seit 3, 4 Jahren kamen die Anforderungen halt an ein echtes WebGIS. Und da habe ich mich für die Komponenten QGIS, QGIS Server und Lismap entschieden. Bin selbstständig seit 2011 und wie gesagt, das Büro ist hier 20 Kilometer weiter nördlich. Hier auf der Vosges im Foyer habe ich noch einen Gemeinschaftsstand mit dem Klaas Leiner und den Jens Illighausen. Wenn da jetzt Fragen im Nachgang noch sind oder man sich einfach so ein bisschen austauschen möchte, gerade zwischen denen, die auch schon Erfahrung mit Lismap haben, freue ich mich natürlich gerne auf den Besuch. Der Lismap-Client wurde schon 2011 von der Firma Drylis aus Frankreich erstellt und diente zuerst als einfacher QGIS-Projektviewer. Ist als Open Source verfügbar unter der Mozilla Public Lizenz. Im letzten Jahr gab es von den Drylis-Leuten auf der Phosphor-G einen interessanten Vortrag. Das habe ich hier auch verlinkt. Zurzeit steht er in der Version 3.3.4 für den QGIS-Server 3.4 bzw. 3.10 zur Verfügung auf GitHub. Lismap unterstützt die üblichen OGC-Standards, WMS, WFS, aber auch WFST, WMTS und WPS. Es gibt auch einige Demo-Projekte von der Firma Drylis, die habe ich auch verlinkt. Lismap als Web-Client bietet für mich ja, einige entscheidende Vorteile. Als ich auf der Suche war nach Clients, die ich verwende, beziehungsweise erst musste ich mich für einen Kartenserver entscheiden. Da habe ich mich ziemlich schnell für den QGIS-Server entschieden, weil ich dachte, wieso soll ich Map-Files kreieren oder SLD-Dateis konfigurieren, wenn ich mit einem QGIS-Server mein QGIS-Projekt 1 zu 1 ins Web schieben kann. Das heißt, QGIS-Server war dann irgendwann, stand fest. Dann gab es noch die Frage nach einem Client. Beim Client ist es ähnlich. Bei einigen Clients, die ich mir angeguckt habe, muss man entweder noch einiges konfigurieren oder ich muss zum Beispiel jeden Layer oder jeden WMS-Dienst einzeln einbinden. Und ja, war mir alles zu viel Arbeit. Und dann bin ich auf den Lismap-Client gestoßen. Und in meinen Augen der große Vorteil von dem Lismap-Client ist, dass ich die komplette Konfiguration der zukünftigen Webansicht im QGIS und dort im Plugin mache. Das heißt, das geht vom Alias des Layernamens über die Optionen, ob der jetzt editierbar ist oder nicht und was sichtbar ist, bis zu den Maßstäben, die gewählt werden können, bis zu den Werkzeugen, ob da ein Drucksymbol ist oder ja, alles wird im QGIS Plugin konfiguriert. Und wenn ich im QGIS fertig bin, schiebe ich
die automatisch generierte Konfigurationsdatei einfach mit der QGIS-Projektdatei auf dem Server. Und das war's. Ferner kann ich die in QGIS definierten Druckvorlagen inklusive in Atlas-Druck verwenden, später im Webclient. Ich kann QGIS Tooltips verwenden, kann aber auch eigene HTML-Pop-ups kreieren, kann die Attributtabelle verwenden, auch Statistik und Diagramme, die ich jetzt bisher nicht benutzt habe, aber da kann man auch einiges mehr machen. Es gibt ein Caching, sowohl das Browser-Caching kann ich steuern, als auch echte physikalische Tiles erzeugen auf dem Server. Und ich habe auch ein sehr, jetzt außerhalb vom QGIS, sehr benutzerfreundliches Backend für die Benutzer- und Gruppen- und Projektverwaltung, also die ganze Rechtevergabe. Gucken wir uns gleich an. Auch die Installation ist in meinen Augen relativ einfach im Gegensatz zu anderen Clients, wobei ich hier jetzt nur von der Installation des LISMAP-Clients rede. Man braucht natürlich weiterhin einen Kartenserver, ein Apache zum Beispiel als Webserver und die Konfiguration dort, die bleibt natürlich. Den LISMAP-Client selbst konfiguriere ich entweder, indem ich das GitHub einbinde oder aber mir einen ZIP-File runterlade, das entpacke und die eigentliche Installation geschieht mit einem PHP-Installer. Ich habe umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, also ich kann verschiedene Templates selbst generieren, kann eigenes JavaScript einbinden und ich habe eine insgesamt sehr, in meinen Augen, gute und ausführliche Anleitung, wenn auch in Englisch. Wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile, wobei die sehr individuell sind. Ich habe es so gerne mit deutscher Sprache. Es ist ein französisches Produkt, die sehr ausführlich und gut in Englisch kommunizieren auf GitHub und was die Hilfe angeht, aber man hat halt keinen deutschsprachigen Support. Es gibt keine deutsche Anwendergruppe. Ich besuche gerne mal Anwendertreffen wie von der Postnach-Suite oder so, da bin ich auch engagiert. Sowas gibt es nicht bisher in Deutschland und natürlich auch keine deutschsprachigen Schulungen. Andere kritisieren eher das etwas altbackene Design. Die meisten werden ja in dem Vortrag eben gewesen sein, da hat man es ja gesehen. Wenn ich das natürlich vergleiche im Vergleich mit einem LISMAP, mit einem QGIS Client 2, der jetzt sehr minimalistisch und modern daherkommt, dann stimmt das auch. Nur für meinen Einsatzzweck bei den kleinen Gemeinden ist es genau das Richtige. Der Anwender dort vor dem PC, der will das Drucksymbol sehen oder das Symbol, wo er messen kann und will nicht erst noch ein anderes Icon irgendwie aufmachen, dass er denn die entsprechenden Werkzeuge sieht. Und die Gemeinden nutzen den Client auch nur auf dem PC oder auf dem Tablet. Tablet habe ich ja erläutert, zum Beispiel einen Bauhof, der in jedem Fahrzeug eins drin hat. Und dort funktioniert er wunderbar. Auf dem Handy ist es bedingt einsetzbar in meinen Augen. Kurz zur Datenprojektstruktur. Das kann man natürlich unterschiedlich handhaben, aber ich habe, machen wir hier den Pointer an. Ich habe für jede Gemeinde, und da war www eine eigene LISMAP-Installation. Und diese generiert dann eine weitere Verzeichnisstruktur. Die sehen wir hier. Unter LISMAP-Install gibt es dann die einzelnen Projektverzeichnisse. Und in den Projektverzeichnissen kann ich beliebig viele QGIS-Projekte haben. Und die QGIS-Projekte, die in einem Verzeichnis drin liegen, hier zum Beispiel BürgerGIS und Bauleitplanung, sieht man das, ja, die landen dann auch später in meiner Webansicht in einer Rubrik. Also auch sehr einfach gehalten. Hier unten habe ich jetzt zum Beispiel drei Projekte für Bodenrichtwerte. Da liegen halt drei QGIS-Projekte in einem Verzeichnis. Da muss ich den wieder ausmachen. Die nächste Folie habe ich auch schon eben gezeigt. Die spiegelt so ein bisschen diese GDI-ähnliche Struktur wieder. Also ich habe meinen QGIS-Server mit dem LISMAP auf dem angemieteten Ubuntu-Server
zurzeit 18.04 mit einem Apache drauf. Sämtliche Daten liegen in einer PostgreSQL-Datenbank mit einem PostgreSQL-Aufsatz, wie üblich. Grundlage für die Gemeinden, das hatte ich eben auch erläutert, sind auf jeden Fall die ALCIS-Daten. Die werden über die Tools der PostNAS-Suite importiert in die Datenbank und auch hier oben in meinem lokalen Projekt natürlich entsprechend eingebunden, auch über ein Plugin, was die PostNAS-Suite mitbringt. Wir haben da, ich habe es eben schon gesagt, morgen um 17 Uhr auch Anwendertreffen, wen also die Möglichkeiten da jemand interessiert, ist herzlich willkommen. Der große Vorteil, wie gesagt, ich kreiere hier oben mein QGIS-Projekt, mache alle Einstellungen und schiebe dann per FTP meine QGIS-Projektdatei und die Konfigurationsdatei auf den Server. Und das war's. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt muss ich kurz den Bildschirm umstellen, dass ich dupliziere. So. Ja. Genau. Ich habe hier mal was vorbereitet für die FOSGIS. Hier haben wir, dass wir diejenigen, die vielleicht eben nicht drüben waren, den Client überhaupt mal sehen. So präsentiert er sich. Das ist jetzt ein ganz einfaches Projekt. Da ist nur eine Rasterdatei hinterlegt und ein paar Flurstücksinformationen, die ich hier auch abrufen kann, wenn ich draufklicke. Ich habe links meine Werkzeugleiste, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Rechts meine Zoom-Funktionen. Ich kann in den Produktivprojekten, sieht man meine Maus? Ja. Ganz oben rechts habe ich die allgemeine Suche, zum Beispiel nach Lagebezeichnung, Adressen oder auch eine Suche, die ich über eine Datenbankabfrage steuern kann. Ich zeige vielleicht nachher noch ein anderes Produktivprojekt. Ich kann jetzt hier unterhalb der Suche noch eine zweite Suche aktivieren, wo ich layerbezogen suchen kann. Ich habe Pop-up-Funktionen. Ja gut, ist jetzt. Dieses Projekt, jetzt hat das etwas langsam. Dieses Projekt, was jetzt hier so vorliegt, hat halt im Moment wirklich nur die drei Layer. Die ALCIS-Daten, für die das interessiert, vielleicht. Wie gesagt, über die Tools der PostNAS-Suite eingebunden. Die haben hier auch in meinen Augen ein sehr, sehr schönes Kartenbild. Sind auch eingebunden. Dieses Projekt sehen wir jetzt hier. Das habe ich einfach kopiert auf Dateiebene in ein anderes Projekt Pachtflächen. Das habe ich auch schon mal offen. Und dort links diesen Layer Pachtflächen, einfach von der Datenbank auch eingebunden. Wenn wir uns den mal kurz angucken. Das sind einfach Gemeindegrundstücke, also Grundstücke, die der Gemeinde gehören, die ich jetzt als Grundlage nehme für eine Auswahl von Pachtflächen. Jetzt rein als Beispiel, ist aber ein Beispiel, was wirklich in den letzten 14 Tagen aktuell wurde, weil es dort Arbeitsgruppen gibt, wo die Bürger mitbestimmen wollen, was dann mit einzelnen Pachtflächen passiert. Ich gehe mal hier rein, wo wir auch ein paar haben. Na, da, das sind diese Flächen. Die ziehe ich mir hier rein. Dann konfiguriere ich ganz normal unter den QGIS-Projekteigenschaften im Reiter QGIS-Server meine grundlegenden Metadaten. Also es gibt einen Kurznamen, Titel, wer hat es erstellt und so weiter. Ich definiere hier, in welchen Koordinatensystemen die Dienste später zur Verfügung stehen sollen. Meinen räumlichen Geltungsbereich, den kann ich aus meiner Anzeige vom QGIS übernehmen.
Ich kann Drucklayouts, die automatisch alle ja mitgenutzt werden können, hier aber auch welche ausschließen. Ebenso kann ich Layer ausschließen. Und ich definiere Layer, wenn ich welche bearbeiten möchte. Also die WFS-Eigenschaften, hier zum Beispiel meine Pachtflächen, die möchte ich nach Möglichkeit auch editieren können. Dann muss ich das hier entsprechend erlauben. Das sind eigentlich grundlegende, okay, das sind grundlegende QGIS-Einstellungen. Jetzt kommen wir mal zum Plugin. Ich zeige es vielleicht kurz hier. Das ist damals das Listener-Plugin. Das verbirgt sich hinter ganz links, zweite Zeile, diesem grünen Symbol. Hier kann ich jetzt grundlegende Eigenschaften zur zukünftigen Karte machen. Einmal soll das WebGIS-Projekt überhaupt angezeigt werden. Es macht nämlich durchaus auch Sinn, Projekte zu definieren, die ein Betrachter gar nicht sieht. Wenn ich nämlich nur den WMS-Dienst oder WFS-Dienst zur Verfügung stehen will, dann ist das ein öffentliches Projekt, was ich auf dem Server schiebe, aber das ist einfach unsichtbar. Aber ich kann halt den entsprechenden Dienst verwenden. Ich kann dann eins tiefer sagen, soll jetzt zum Beispiel ein Drucksymbol da sein, soll das Messwerkzeug da sein und so weiter. Wie die Adresssuche eingebunden wird, kann ich definieren. Ich gebe hier weiter unten meine Maßstäbe vor. Hier fängt das Maßstab 1 zu 500 an. Dann als nächstes kann ich die Ebenen, hoppla, warum ist das hier so unschön, die Ebenen definieren, ihnen zum Beispiel einen schöneren Titel geben als mein Layer-Name. Das ist jetzt hier die Pachtflächen. Kann sagen, okay, hier, du sollst ein Pop-up sein oder als Pop-up genutzt werden können. Ich gehe jetzt aus Zeitmangel mal nicht weiter darauf ein. Ich habe hier die Ebene auch definiert, dass sie editiert werden kann. Kann ich auch sagen, von welchen Gruppen sie editiert werden kann. Dabei soll es jetzt auch mal, will ich es belassen. Ich will nur hier, habe ich vergessen, den Namen mal zu ändern. Wir machen hier mal Pachtflächen. Dass wir auch sehen, dass es wirklich ein anderes Projekt oder dass es unser aktuelles Projekt ist. Pachtflächen. Und hier könnte man jetzt auch noch statt Flurstücksinfo sagen, war Pachtflächen. So, speichern wir das Ganze. Und jetzt habe ich mir so die Arbeitsweise angewöhnt. Ich habe hier meinen FTP-Client. Ich schiebe jetzt nicht mehr die Flurstücke, sondern meine Pachtflächen. Meine QGIS-Datei und meine Konfigurationsdatei und ich nehme jetzt hier noch ein kleines Bildchen mit dazu. Die schiebe ich auf meinen Server und auf dem Server lege ich mir einen entsprechenden Ordner an, den sehen wir schon, Pachtflächen. Da gehe ich rein und schiebe da meine Daten rein. Ja, das war es jetzt auch. Schon alles, was man machen muss. Wir müssen uns jetzt nur noch anmelden, beziehungsweise ich habe noch 2 Minuten, da habe ich dann auch Zeit, mich hier kurz als Admin anzumelden. Um Ihnen das Backend noch schnell zu zeigen. Hier habe ich zum einen meine Projektkonfiguration, einmal allgemeine Konfigurationen und hier habe ich meine einzelnen Projekte, das sind die Beispielprojekte, hier habe ich meine Flurstücksinfo und das Pachtflächenprojekt habe ich zum Glück schon angelegt. Habe hier auch die Rechte vergeben, wenn man auf Bearbeiten geht, sage ich, okay, sehen soll es nur die Gruppe Foskis und die Admins, ähnlich den WMS-Link, sollen die auch nur sehen, beziehungsweise das Demo. Und Editierwerkzeuge sollen natürlich auch nur von der Gruppe Foskis und Admins genutzt werden können. Speichere ich ab. Ich kann hier, wie gesagt, auch die Nutzer und Gruppen anlegen.
Da gehen wir jetzt mal raus und melde mich an mit Foskis. Die Gruppe hat sich angelegt. So, und jetzt sehen wir, jetzt ist das zweite Projekt da. Das Foskis-Logo ist diese kleine PNG-Datei, die ich mit drüber genommen habe. Und hier sollten jetzt, wenn ich den FNP wegmache, auch unsere Pachtflächen sein. Allerdings mit einem falschen Namen. Das verstehe ich nicht. Und wenn ich auf die raufklicke, habe ich gesagt, die sollen editierbar sein. Das ist jetzt hier unten, das oben ist die Flurstücksinfo. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, du bist eine Pachtfläche und kann dir eine Nummer geben und so weiter. Dann ändert sich, das sind jetzt einfach Kugels-Einstellungen, dann ändert sich zum Beispiel die Farbe, wenn ich hier was eingebe. Könnte auch selbst jetzt noch Flächen erzeugen, wenn es nur eine Teilfläche ist vom Gemeindegrundstück. Kann einfach die Daten editieren, hinzufügen, löschen. Bin ich wahrscheinlich auch rum? Stopp, zeigt er, dann passt es ja. Also was ich Ihnen zeigen wollte, ist wirklich, wir haben jetzt ein Projekt rübergespielt in 5 Minuten. Man braucht vielleicht 1 Stunde mit ein bisschen überlegen, was man jetzt machen will. Aber so war es wirklich vor 2 Wochen. Da wollte man schnell diese Pachtflächen haben, weil der Gemeinderat gesagt hat, wir haben hier eine Arbeitsgruppe, die wollen die sehen und wollen auch selbst was hinterlegen. Und dann kann man sowas mal in 1 Stunde basteln, wenn man die Infrastruktur natürlich schon hat von anderen WebGIS-Projekten. Und das, glaube ich, wird mit anderen Clients schwierig, zumal wenn die GIS-Projekte, wie ich es drüben gezeigt habe, dann sehr umfangreich sind. Bei mir schon zum Teil überfrachtet, aber wenn ich da 20, 30 Layer drin habe, ich habe keine Lust, 20 WMS-Dienste einzeln einzubinden und die irgendwie zu konfigurieren. Gibt es Fragen? Ja. Hier war die Sprache davon, dass die editierbar sind. Ja. Inwieweit kann man die dann wieder rückspielen? Also inwieweit kann man die dann wieder zurückspielen? Also wenn da jetzt Eingaben gemacht wurden, dass man die dann auch wieder auf dem Server hat, die editierbar, also editierten Flächen. Geht es? Also auf dem Server hat man sie ja, sie liegen jetzt in der zentralen Datenbank, somit hat sie jeder, der die Datenbank jetzt... Ach so, jetzt, okay. Ich glaube, das wäre jetzt irgendwo auf dem... Nein, also da sind PostgreSQL-Datenbanken eingebunden, die auch auf dem Server liegen. Und jeder, der jetzt diese Datenbank eingebunden hat, sei es ein Gemeinde-GIS oder ich als Dienstleister, der hat sofort diese Änderung. Okay. Ja? Ich meine, ich habe die Frage erst anders verstellt, ist auch ein Gesichtspunkt, anders verstanden. Ich muss die Datenbank natürlich entsprechend sichern, falls da mal Müll gemacht wurde, dass ich es wieder zurückspeichern kann. So hatte ich erst die Frage verstanden. Aber das sind ganz normale Mechanismen. Ne? Ja, also, ich hatte gedacht gehabt, dass man da, also ich bin beim Land und wir hätten dann so ein Webmap oder so ein Webdienst auf einem externen Server oder ich kenne das halt von meiner Homepage, dass ich die Daten ja irgendwo in einer Cloud habe zum Beispiel und dann müsste ich sie ja wieder zurückspielen. Das war so mein Gedanke. Also nee, es ist so, dass auch das lokale QGIS-Projekt auf die externe Datenbank zugreift. Und somit greifen alle auf eine Quelle zu. Ich habe zwar die Besonderheit bei diesen ganz kleinen Gemeinden, dass ich da keine Datenbank anzapfen darf, aber dann stelle ich halt einen WFS-Dienst zur Verfügung. Und mit WFST ändere ich die Daten über den WFS-Dienst in der Datenbank. Und alle arbeiten aber mit derselben Datenbank. Ja? So, eine kurze Frage geht noch. Ja. Hallo. Ja. Kurze Frage. Sie haben gesagt, dass Sie, Entschuldigung für mein Deutsch, Sie haben verschiedene Leadsmap installiert. Ja. Warum? So. Theoretisch, man kann mit Rollen theoretisch kann man das alles in einem machen, ja. Aber es hat sich in der Praxis dann auch ganz, als ganz praktisch herausgestellt, wenn ich mal eine neue Version habe und die bei einer Gemeinde probiere, dann laufen die anderen noch wie herkömmlich. Klar, wenn ich jetzt 100 Gemeinden hätte, dann wäre das sehr aufwendig, dann müsste man sich was anderes überlegen. Aber ich habe 5, 6 Gemeinden und da habe ich halt 5, 6 Installationen und es ist extrem einfach installiert. Das ist der PHP-Installer und fertig, ne? Aber man kann es bestimmt auch anders machen. Ja. Theoretisch funktioniert. Man kann vielleicht keine Logo stellen für jeden.
Eben, man, ja, das Styling, genau das sind auch so Gesichtspunkte. Dann eine Frage, Moment, wir sind jetzt leider am Ende, weil nämlich es wollen auch welche, die ins Zimmer wechseln. Also wir haben Stand, ich bin auf dem Stand, gerne, auch wenn Lismap-Anwender da sind. Ich freue mich um jeden Kontakt. Vielleicht kann man wirklich so eine kleine Anwendergruppe aufbauen. Ist meine Ambition. Danke.